Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Ja, Freunde, wir sind immer noch im Turm von Latria. Haben das letzte Mal gegen so ein komisches Teil gekämpft. Was auch immer das darstellen sollte, egal, es ist tot. Und jetzt geht es definitiv weiter. Ich habe eine Woche Pause gemacht. Muss jetzt erstmal wieder gucken, wo kam ich überhaupt her. Ich glaube von da. Und hier geht es definitiv weiter. Jawohl. Gut, schauen wir mal. Oh Mann, oh Mann. Immer noch hier, um diesen einen Schlüssel zu finden, um den Magier zu befreien. Deswegen habe ich das ja eigentlich vorgezogen. Einerseits sicher gut so. Andererseits, naja. Ich bin froh, wenn ich hier wieder draußen bin. Ich höre das Glockenspiel des Wärters. Aber ich sehe ihn nicht. Okay, da hinten ist irgendwas für mich. Das ist eindeutig. Oh Mann, erstmal die ganzen Türen öffnen. Eine unbekannte Soldatenseele. So, was ist hier unterwegs? Ich höre es doch, Mensch. Mach mich nicht fertig. Okay, da ist nix, da ist auch nix. Ich wechsle mal lieber zu meinen Seelenpfeilen, die mir ja oft den Allerwertesten gerettet haben. Gerade gegen diese Mistviecher. Und hier... Moment mal. Hier ist die Tür offen. Muss ich mich erstmal wieder selbst zurechtfinden. Jetzt sind wir da. Okay, das ist neu. Boah, ich kann mich jetzt gerade selbst total... knausrig dran erinnern, wo oder was ich hier überhaupt machen soll. Moment. Obwohl, ich glaube, das ist nur ein kleines Gebiet. Wir schauen uns mal um. Eine Mondlichtscherbe. Wie schon erwähnt, das ist, glaube ich, für Zauber wichtig. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Hier mal nicht. Okay. Von da sind wir gekommen. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das kriegt sich gleich wieder ein. Obwohl es geht. Da liegt was, aber da kommen wir nicht ran. Nö, keine Chance. Oh, da liegt eine ganze Menge für uns, da hinten. Aha. Was ist das? Eine Statue. Naja, braucht uns jetzt noch nicht zu verwirren. Bam. Da liegt was, komm. Das holen wir uns. Das sind ein Panzerbrecher. Das ist aber auch nichts Neues. Hatten wir schon mal. Ich sehe nichts. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Gut, das war's dann hier erstmal. Laufen wir zurück. Ein bisschen schneller, bitte. Ja, ich wurde im letzten Part auch darauf hingewiesen, man hört meine Schritte nicht. Ich war es wahrscheinlich von Dark Souls so gewohnt. Weil ich ein Untoter bin. Ein Seelenloser. Dann hört man sowas nicht. Hat auch seine Vorteile. Denn bei Gegnern fällt man eben nicht sofort auf. Oh, das Scheiße! Ja, geil. Toll. Aufmerksamkeit. FTW. Ja, Freunde. Ich fürchte, ich muss nochmal dadurch... Scheiße. wundert mich jetzt aber. Obwohl, nee, es wundert mich nicht. Och, Menno. Wir hatten doch so schön das Gebiet gecleant und jetzt müssen wir es nochmal cleanen. Hilft alles nichts. Nochmal durch den ganzen Jumbles hier. Das ist halt wirklich der große Nachteil. Ich meine, Abkürzungen sind eine schöne Sache. Hi. Aber in Dark Souls war das einfach angenehmer. Ach Mensch, ich habe euch das jetzt schon ein Dutzend Male gezeigt. Bin echt am überlegen, ob ich euch das nicht lieber rausschneide, weil... Egal. Einmal zeige ich es euch noch. Hi. Hi, hi, hi. Aha. Abgeprallt. Jo, das war geil. Hallo, mein Freund. Danke für dein altes Gewürz. Kauf dir mal ein paar neue. Nee, ich bin schon... Hi! Ah, aber du prallst wieder ab. Aber ich kann ihn nicht anvisieren, doch jetzt. Sehr schön. Oh. Warum treffe ich ihn nicht? Ei, 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 ei. Okay, 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 okay. Ja, ist gut. Jetzt habe ich dich.
Boah, das ist immer so gefährlich. Ah, wir haben es geschafft. Gleich mal ein Kraut schlucken. Ein frisches Gewürz, hey. Der war up to date, der Freund. So, wie ging das nochmal weiter? Ist immer so blöd, wenn man eine Pause macht. Ah ja, der Gesang. Hi. Ich mache ich nochmal. Schon ein bisschen weit jetzt der Weg, ne? Egal. Es ist das letzte Mal, dass ich euch das zeige. Denn ich will hier echt mal weiterkommen. Oh Mann, also der Tod ärgert mich jetzt sowas von. Der war ultra leichtsinnig. Ich glaube, sowas Leichtsinniges habe ich mir in dem ganzen LP noch nicht erlaubt. Wie dieser Tod. Oh Mann, es ärgert mich jetzt total. Aber egal jetzt. Guck, da kommen wir drüber hinweg. Verfolgt mich etwas? Nein. Es sind nur diese lästigen Schreie immer und immer wieder. So, wir sind ja eigentlich schon wieder fast da. Naja, fast. Jetzt nochmal da runter. Aber da war jetzt der Fiese, bei dem ich schon öfters gestorben bin. Nee, ich kann ja noch weiter runter. Und dann sind wir doch schon in dieser einen Stelle, oder? Mit dieser komischen Kugel, die ich jetzt aber nicht nochmal besiegen werde. Das war mir das letzte Mal schon anstrengend genug. Ja, wir sind da. Sehr geil. Das ist ja mal toll. Scheiße. Muss da weg. Hui! Das war knapp. Sehr, sehr gut. Wir sind schon wieder hier. Also so anstrengend war es gar nicht. Oh, schnell weg. Nee. Ich will nicht nochmal den Weg gehen. Wir wissen ja, wir haben gerade am Anfang haben wir das da umherum erlebt, sozusagen. Und jetzt gehen wir aber in diese Richtung. Ja, da kann er sich aufregen, wie er will. Das ist mir gerade egal. Da ist noch ein bisschen was Unerforschtes. Was haben wir denn da? Oh, ich muss da weg, Soldatenzähler. Scheiße. Ah, ich hab's befürchtet. Komm, schluck mal was. Das nervt, ey. Weg da, weg da. Okay. Ja, ich habe eine Tür übersehen. Ich hole die gleich nach. Und diesmal werde ich nicht den Fehler machen und in den Abgrund springen. Mann, war das peinlich. Ich ärgere mich immer noch drüber. Okay, da ist nix. Tja, da ist es passiert. Die Leiche. Ah, das ist jetzt natürlich auch ärgerlich. Da hinten liegt unsere Leiche. Ne, die hole ich mir. Ich glaube, wir hatten über 5000 Seelen oder so. Und der Weg ist ja geschenkt. Das hole ich mir jetzt noch schnell. Das wird jeder andere... Moment. Hier ist noch eine. Oh, lass mich in Ruhe. Da noch schnell rein. Dann haben wir nämlich diesen diesen Abteil fertig. Gut. Lässt sich das hier eigentlich öffnen? Ja! Ist das eine Abkürzung? Muss ich mal schnell schauen. Scheint aber neu zu sein. Nee, ich hole jetzt erstmal meine Leiche. Das muss sein. Hi, du hässliche Kugel. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Die Reise durchs Labyrinth? Ist ein wunderschöner, uralter Fantasy-Klassiker. Der mir immer großen Spaß bereitet hat. Und ich laufe gerade falsch. Aber das ist egal, oder? Moment. Ich muss doch da durch. Ah, das sind wieder diese lustigen... Nee, ich muss da durch. Und da ist meine Leiche irgendwo, glaube ich. Oder? Bin ich jetzt falsch? Nee, da geht's weiter. Ja, Die Reise durchs Labyrinth. Wunderschöner Fantasy-Film. Mit David Bowie und... so ein Mädel, das auch relativ bekannt ist. Aber der Name ist mir gerade entfallen. Sag mal, ich bin doch hier gestorben, also muss hier doch meine Leiche liegen. Oder liegt sie noch draußen? Das könnte sein. Mal schauen. Ja, da habe ich wahrscheinlich zu schnell gemacht. Ja, da liegt sie. Okay. Wunderbar. 7000, ja, das hat sich gelohnt. Ja, schöner Fantasy-Film jedenfalls. Und da gab es mal so eine Stelle, da musste man einen Gang... mussten die Protagonisten ganz schnell laufen. Ansonsten wären sie von so einer ziemlich identischen Kugel... ja, überwalzt worden. Ja, die Leute, die den Film kennen, die meinen, die erinnern sich bestimmt an die Stelle. So. Aber jetzt schwelgen wir nicht weiter in Nostalgie, sondern gehen weiter. Ich habe das hier eben geöffnet und da gucken wir mal, wo das hinführt. Ob das jetzt ein altes Gebiet ist oder was Neues. Ich weiß es gerade nicht. Bin mir absolut unsicher. Ich werde mal auf meinen Seelenpfeil wechseln. Ich höre immer noch dieses blöde Monster, ey. Jetzt sind wir hier.
Scheint verschlossen zu sein, da geht gar nichts. Das ist, okay, gut, das müssen wir uns merken. Irgendwann geht's vielleicht auf und mache ich was kaputt. Komm, wenn ich sonst nichts machen darf, dann mache ich eben alles kaputt. Ja. Yay. Ja, ich bin fies. Okay, gut. Dann bleibt uns nur noch ein Weg. Mensch, ich will doch nur diesen einen Schlüssel. Dann lasse ich euch in Ruhe. Wobei, den Endgegner werde ich auch noch mitmachen, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, ja, okay. Ja, lass mich in Ruhe. Oh, da passiert was. Ah, die Statue. Mhm. Ja, nice. Okay, das ist nicht gut. Aber noch passiert uns nichts. Deswegen erstmal hier alles zerstören. Hier ist nichts für uns. Oh Mann, ich erinnere mich. Das ist jetzt gefährlich, was da kommt. Da können wir leicht sterben. Aber das will ich nicht. Man sieht es ja auch an diesen zahlreichen Items. Viele mussten hier eher Leben hergeben. Kein Item für uns. Aber, kann ich hier durch? Nee, verwechsel ich gerade mit einer anderen Stelle. Okay, gut. Verdammt, das wird jetzt ungemütlich. Ja, toll. Oh weh, Freunde. Ich habe einen Schlüssel bekommen, oder? Das war doch eben ein Schlüssel, glaube ich. Es ging so schnell. Ich müsste selbst in meiner Aufnahme nochmal nachgucken. Oh Mann, okay, also das... Ich bin mir noch relativ sicher, das, was hier abgeschossen wird, ist relativ tödlich für uns. Deswegen rennen wir jetzt mal durch. So. Oh, Gott, ich wäre schon fast wieder in den Abgrund gerannt. Wobei, Abgrund ist relativ. Was sehe ich denn da? Moment. Blub. Was haben wir hier? Ein Ephemeraukenstein. Ja, das Teil, was uns wieder belebt, wenn wir das dann wollen. Nee, komm jetzt. Nein! Ey, was soll denn das? Ey, das war jetzt aber echt... Das war jetzt nicht unbedingt meine Schuld. Ich hab dagegen gelenkt. Ich wollte da hoch. Es ging nicht. Ich hab weiter gelenkt. Auf einmal war er oben und... Bis ich das gecheckt habe, ist er schon wieder runtergefallen. Klasse. Leute, diesmal schneide ich euch raus, weil wir wollen heute noch was erleben. Bis an diese Stelle. Bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder und wir sind noch nicht ganz an dieser Stelle, wo wir das letzte Mal waren. Ihr wisst ja, kurz bevor ich gestorben bin, habe ich einen Schlüssel bekommen. Und hier in diesem Gang, ich habe es schon geöffnet, diese Tür ging jetzt auf durch den Schlüssel und wir gucken uns den Gang jetzt einfach mal an. Ja, da hat der Tod doch was Gutes gehabt, denn er hat uns einen neuen Weg offenbart. Ein Weg, an den ich mich mal wieder überhaupt nicht dran erinnern kann, aber egal, hey. So, ich wechsle mal lieber... Oh, ich merke schon, da hinten ist ein Wärter. Der hat mich anscheinend schon entdeckt. So, komm her. Okay, ich hab ihn. Hör auf mit dem Mist. Komm her. Nee, damit kommst du nicht weit. Scheiße, er kommt doch damit ziemlich weit. Scheiße, Mann! Mann! Was ist denn heute los? Fehlrunde. Ich hasse das. Wenn die nur stehen bleiben und ihre beknackten Zehenpfeile machen, ich nichts machen kann. Dann habe ich noch meine Anvisierung verloren, dann kehrt er dem blöden Wärter den Rücken zu und dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Menno. Die verhalten sich halt jedes Mal anders. Was? Ach. Bis gleich. Ja, Freunde, und da sind wir wieder. Ein ärgerlicher Tod. Aber diesmal mache ich es besser, hoffe ich einfach mal. Ich höre ihn schon wieder. Erstmal meine Leiche holen und dieses Item. Ich konnte zwar nicht erkennen, was es ist, aber egal. Ich bin jetzt erstmal... Ich werde jetzt erstmal den Mist hier entfernen. Ja, da ist er schon wieder. Ich werde jetzt einfach ihn mal kommen lassen. Ich gehe jetzt ein gutes Stückchen weg, damit er seine blöden Zählepfeile nicht macht. Oder ich warte, bis er mir der Rücken zukehrt. Man muss sich einfach ein bisschen mit mehr Taktik hier bewältigen. Ja, er dreht sich nämlich an der Stelle schon um. Das ist ja das Lustige.
Und dann habe ich das Problem nicht. Jetzt muss ich ihn nur noch anvisiert bekommen. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Jetzt rennt er mir weg. Aber ich glaube, er will sich jetzt gerade umdrehen, oder? Weil er mich gehört hat. Hi. Oh, das sind zwei! Leute! Wie krank ist das denn? Okay, er kommt mir nachgerannt. Das ist das Beste, was er machen kann. Weil dann ist er gar nicht so gefährlich. Einer ist tot. So, der nächste kommt mir auch nachgerannt. Oh, das war sehr, sehr knapp. Ihr habt es gesehen. Aber ist mir egal. Erledigt. Meine Güte, gleich zwei von der Truppe. Ich hoffe, der Umstand lohnt sich. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oh Mann, dieses Spiel ist sowas von gnadenlos hier. Wer weiß, da ist da noch einer. Überall hört man Geräusche, ich kann die gar nicht zuordnen. Ich kann diese Tür öffnen, na immerhin. Ich lasse sie mal geöffnet. Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Abwarten. Jetzt schaue ich mir erstmal diesen Gang an und man hört schon wieder die hoffnungslosen Rüttelreihen von diesem einen Geist. Vielleicht kann ich seine Zellentür öffnen. Das können wir gleich mal probieren. Ich weiß, dass ich den anderen Geist, diesen Magier, nicht befreien kann. Ich bin mir relativ sicher zu wissen, was ich da brauche für einen Schlüssel. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht. Aber diesen anderen Geister, der da rüttelt, das könnte ich mal probieren, ob das klappt. Aber erstmal schauen, ob ich da durchkomme. Jawohl. So, dann sind wir wieder im alten Gebiet. Soll uns jetzt nicht stören. Ich gehe mal runter. Ich weiß jetzt nur nicht. Ja, genau hier ist doch der Rüttelgeist. Ach nee, da ist ja mein Liebling, mit dem ich schon so viel Spaß hatte. Ach nö. Aber ich muss es probieren, ey. Vielleicht ist es der Schlüssel. Nein, und die Türen sind offen. Das heißt, die ganze Siebschaft wird mich abnerven. Nee, da muss ich wieder ein bisschen warten. Das ist jetzt... Das wäre taktisch sehr, sehr unklug, wenn ich dem entgegenlaufen würde. So viel Zeit muss sein. Kommt der jetzt? Ja, er kommt. Okay, gut. Sobald er mir den Rücken zukehrt, ist er fällig. Ich hoffe, du... Ja, er dreht sich. Ich kann ihn sogar schon anvisieren. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Kein Problem. Ja, mit ein bisschen Taktik, ihr merkt, ist das alles gar nicht so schlimm. Ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht geirrt und in dieser... Moment mal. Die kann ich jetzt auch aufmachen, oder? Nee. Verdammt, wenn ich diesen Schlüssel nicht habe, dann werde ich wohl auch nicht meinem Freund da helfen können. Ich probiere es trotzdem. Please, help me. Ja, würde ich ja gern. Ja, lass mich... Nein, es geht nicht. Okay. Der Schlüssel fehlt mir nach wie vor. Schade. Aber ein Versuch war es wert. Okay, dann würde ich mir gerne mal diese Abkürzung angucken, die wir eben noch geöffnet haben. Ich glaube nämlich, das ist echt eine gute Abkürzung. Mal schauen. Ach, bleib nicht da hängen, Junge. Denn ihr habt es ja gesehen, da wurde so eine große, fette Statue aktiviert, die uns ja dann, ja, totschießen möchte. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Wenn ich mich nämlich nicht irre, kommen wir jetzt hinter die Statue, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich kann mich gerade nicht orientieren. Einfach mal schauen. Aha. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes, weitläufiges Feld hier. Will ich da hin? Ich weiß ja nicht. Es ist definitiv eine Abkürzung. In einem Gebiet, in dem ich eigentlich noch gar nicht war. Manchmal ist es auch ein Vorteil zu sterben, wie ihr merkt. Dann erspare ich mir nämlich andere Wege. Na gut, dann gucken wir einfach mal. Links oder rechts? Ich muss sagen, erstmal da gucken. Okay, da geht nichts. Ja, in der Tat, ihr erinnert euch, da ist diese Statue, die uns ja beschießt. Und da hinten irgendwo sind wir das letzte Mal gestorben. Aus totaler Dummheit. Weil ich einfach ein bisschen zu viel gedrückt habe.
Und jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Ich weiß gerade gar nicht, will ich wirklich hoch? Ich bleib erstmal unten. Oh, eine Nebelwand. Okay. Ich gehe mal durch. Ja, da ist diese komische Maschine, die uns beschossen hat. Aber ich glaube, von hinten ist die nur so halb so gefährlich. Schauen wir uns das mal an. Okay. Aha. Ich weiß gar nicht. Bin ich da durch? Oh, was ist jetzt? Hebel ziehen, okay. Ich glaube, wir haben sie deaktiviert. Ja. Das haben wir uns jetzt richtig geil einfach gemacht. Also, ich will nicht sagen, dass ich absichtlich gestorben bin, aber es war gut so. Normalerweise hätten wir nämlich diesen Weg hier mit dieser lustigen Maschine bewältigen müssen. Ich zeige euch mal den regulären Weg. Wir werden natürlich die Items aufsammeln. Normalerweise ist es schwer, die zu bekommen. Eine sagenumwobene Soldatenseele. Ein Ring der listigen Ratte. Eine angesehene Soldatenseele. Angesehene Soldatenseele. Und noch so ein Augenstein. Wunderbar. Ja, das letzte Mal sind wir hier hinten gestorben. Da liegt jetzt natürlich nicht meine Leiche. Ihr wisst ja, ich bin ja zwischenzeitlich nochmal gestorben. Normalerweise, wenn das Ding schießt, man kann es auch so ja, überwinden, indem man diese kleinen Zollen hier ausnutzt. Da muss man hier stehen bleiben. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Das hat immer so einen Rechts- oder einen Linksstrahl. Je nachdem muss man halt von links oder nach rechts rennen. Ungefähr so. Man muss immer abtimen, warten, bis das eine Pause macht und dann schnell auf die andere Seite rennen. So in etwa funktioniert das. In unserem Fall haben wir natürlich das Hintertürchen benutzt. Und somit das Problem ein bisschen einfacher bewältigt. Das war jetzt keine Absicht, wie gesagt, das, ja, schön, dass es so gelaufen ist. Ja, ich gehe jetzt nochmal zurück. Wir haben ja hier noch theoretisch den Weg und da hinten. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück, weil da ging ja ein Türmchen hoch. Mal schauen, was da ist. So. Aber das finde ich auch wirklich gut gemacht von dem Spiel, dass es jetzt auch so einen schönen Szenarienwechsel hat. Die ganze Zeit diese Zellen, doch ein bisschen linear, muss man zugeben. Und jetzt dieser Wandel, der gefällt mir richtig gut. Ich wechsle mal auf die Seelenfall. Ich habe keine Ahnung, was mich da oben erwartet. Und es geht richtig verdammt hoch. Okay, eine schöne Kerze. Eine Blutlage. Wir sind hier, okay. Ja. Okay, ich glaube, mich zu erinnern, wo ich gerade bin. Diesen Weg hier dort unten, den müssen wir auch noch bestreiten. Das ist auch unmittelbar vor dem ersten Endgegner in dieser Welt, der gar nicht so einfach war. Ich habe jetzt schon Angst davor. Es gibt einige Fails. Oh Gott. Ich habe keinen Bock. Aber es muss sein. Aber noch sind wir ja nicht vor dem Endgegner. Noch gehen wir ein paar Stockwerke weiter oben. Und werden was anderes begutachten. Wenn wir überhaupt einen Schlüssel dafür haben. Denn hier ist eine Holztür. Oh, sehr gut. Wir können sie öffnen. Ja. Schöner Szenarienwechsel. Dort unten, hier, in dieser Kapelle, haben wir normalerweise unseren ersten Endboss. Aber von dort oben ist das nicht der Fall. Hier bekommen wir einen Silberfokus. Hey! Das will ich mir mal genauer anschauen. Denn wir haben ja momentan unseren Holzfokus. Der Silberfokus ist leider schwächer in der Zauberhilfe. Hat dafür einen höheren physischen Angriff, aber das interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Nö, dann will ich das nicht. Andererseits, er hat... Nee, das ist ja ein Stärkeboni. Was für ein Mist, ey. Nö, so ein Scheiß will ich nicht. Wobei, vielleicht hat er... Boni, den wir auf den ersten Blick nicht sehen. Moment. Nein, nicht ausrüsten. So. Das möchte ich haben. Wird nur an Magier der Yometar-Abstammung vergeben. Seine einzigartigen Eigenschaften erhöhen die maximalen MP des Anwenders. Ah, das ist der Boni. Aber ehrlich gesagt, das ist es mir nicht wert. Da behalte ich lieber meinen aktuellen MP-Stand. Mit dem bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Gut, hier ist sonst nichts. Ach, ich liebe solche Fenster. Mal ehrlich. Könnte ich mir ewig angucken.
Das einzig Schöne in solchen Kirchen, wirklich dieses Fenster. Ja, dort unten geht dann bald die Action ab. Aber erstmal zurück. Okay, ein paar Statuen und Gargoyles. Im Grunde ja wirklich eine richtig geil gestaltete Welt, muss man echt zugeben. Naja, erstmal zurück. Da haben wir noch ein paar Wege dort unten. Aber wir werden definitiv noch den Boss kennenlernen. Ein schöner Boss, eigentlich. Aber eben nicht so einfach. Vor allem als Magier, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Es wird sowas von Neuland für mich. Runter, 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 runter. So, das sind wir. Moment mal, da sind wir hergekommen. Auf die andere Seite. So. Ja, da ist nichts mehr. Also bleibt uns jetzt nur noch dieser Weg zum Endboss oder diesen. Dann nehmen wir natürlich diesen. Vielleicht finden wir noch was Feines. Hier geht's nicht durch. Okay. Und höher, und höher, und höher. Ja, das ist auf der anderen Seite jetzt einfach dieser obere Weg. Den wird's hier wohl auch geben. Na, mal schauen. Okay. Ja, wunderbar. Ja, meine Stimme klingt heute vielleicht ein bisschen kratziger wie sonst. Das liegt einfach daran, dass ich ein sehr intensives Wochenende hatte. Ja, wie soll ich sagen, also... Ich wohne halt in der südlichen Weinstraße, ne? Und da ist es einmal im Jahr einfach so, dass der neue Wein, der eigentlich erst im... Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Aber da liegt ein Item. Gut, das kriege ich auch später noch. Ja, der neue Wein, der eigentlich erst nächstes Jahr in die Geschäfte kommt, der wird dann halt gefeiert sozusagen. Und da war ich natürlich wie immer fleißig dabei. Und da wird auch schon ein bisschen gegrölt. Und dementsprechend bin ich vielleicht geistig ein bisschen angeschlagen. Vielleicht deswegen auch die Fails. Ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder nach dummer Ausrede. Da hinten ist jemand, oder? Ich bild's mir ein, jemanden da zu sehen. Aber ich glaube, der ist gar nicht böse. Was ist hier los? What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Ja, was du versprichst und was du tust, ist einerlei. Was ich jedenfalls sehe, sind hier Schlüssel. Der Hoffnungskerker Spezialschlüssel. Und das, liebe Freunde, ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel, den wir für die relevanten Gefangenen brauchen. Da gehen wir jetzt nicht zurück. Wir probieren jetzt gleich den Endgegner, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich bilde mir aber ein, dass dieser Kamerad hier, was auch immer er da tut, er wird eine Hilfe sein für den Endgegner, der dort gleich kommt. Und deswegen, es tut mir leid, ich werde ihn töten, auch wenn er ein bisschen unschuldig daherkommt. Vielleicht irre ich mich wirklich, vielleicht hat er mit dem Endgegner gar nichts zu tun, ihr dürft mich da gerne berichtigen, aber ich glaube wirklich, wenn wir ihn nicht töten, haben wir eine kleine Erschwernis beim Endgegner. Deswegen, tschüss. So, denn ich habe keine Ahnung, was er da geschafft hat. Es hat irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, so irgendwie mit Wiederbelebung und so zu tun. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will den Endgegner unter den harmlosen Bedingungen versuchen zu besiegen. Und das, genau das werden wir jetzt versuchen. Wir rennen zurück. Latschen eine Etage runter und dann gehen wir endlich dorthin. Hier sehe ich ein Item. Das ist hier auf einer oberen Schanze. Das... sollte ich versuchen zu bekommen, glaube ich. Ja, das probieren wir jetzt eben mal. Dann können wir nämlich den Weg auch abkürzen. An das komme ich da nämlich nicht ran. Ich höre Kampfgeräusche. Ich schluck mal lieber was. Und jetzt wünscht mir Glück, dass... Oh ja, Bogenschützen. Und die erreichen mich von hier aus nicht. Wünscht mir Glück, dass ich diese Schanze hier erreiche mit dem Item. Ich kann den Boden nicht mehr sehen. Okay, ich hab's.
einen Witwenlotus. Sehr gut. Gut, wenn wir jetzt schon mal dort unten sind, würde ich sagen, springen wir runter. Schade, dass es in diesem Spiel keine Sturzattacke gibt, wie in Dark Souls. Hätte ich jetzt echt Bock drauf. Wobei ich meinen Angreifer gar nicht sehe, ehrlich gesagt. Da kommt zwar was, aber den Angreifer selbst sehe ich nicht. Interessant. Naja, gut, springen wir runter. Hoffentlich gibt das nicht allzu viel Volldamage. Ah, das war ja harmlos. Oh, ein Phantom. Okay. Ah, dieses behämmerte Phantom hat mich genau dann erwischt. So, da kann ich mich heilen. Bewegt sich überhaupt nicht vom Fleck weg. So. Okay, nochmal zum Phantom. Das ist ja blöd, dass man das eine Zeit lang überhaupt nicht sieht. Das kommt mir neu vor. Irgendwie buggyhaft. Okay, jetzt hast du anscheinend Lust, mich im Nahkampf fertig zu machen. Oder auch nicht. Boah, der Schaden ist ja kriminell hoch. Ohne Mist. Ich muss mich schon wieder heilen. So, hier heilen wir uns. Das kostet jetzt richtig viel Items. Und durch unsere Seelenpfeile haben wir auch nicht unbedingt gerade viel abgezogen, muss ich zugeben. Egal. Ist ein einmaliger Gegner. Der darf ruhig schwer sein. Vielleicht sollte ich ihm auch im Nahkampf versuchen. Ich probiere es eben mal. Mal schauen. Na, das ist relativ schwach. Okay. So schwer habe ich den gar nicht in Erinnerung. Diesen Jäger oder was das auch immer darstellen soll. Wo ziehst du denn hin? Hier bin ich. Bist du blind? Es geht eigentlich. Auf jeden Fall besser wie mit dem Nahkampf. Bleib doch mal stehen. Sehr gut. Okay, ich glaube, den schaffen wir. Aber gefährlich. Macht echt viel Schaden, wenn er trifft. Braucht verdammt viel dafür, dass er überhaupt nicht blockt. Nicht ohne, der Kamerad. Ich glaube, noch einer und dann... Jawohl. Ja, da haben wir wieder ein NPC-Phantom getötet. Und es gibt... ein Schwarzaugenstein, Mondlichtsteinklumpen gleich dreimal und noch so ein Augenstein. Ja, wunderbar. So, wie viel Zeit haben wir? Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe mal wieder überhaupt nicht auf die Uhr geachtet. Hier geht's zum Endgegner. Möchte ich einfach mal behaupten. Ich renne mal schnell zurück. Weil den Weg kennen wir noch nicht. Vielleicht haben wir was übersehen. Obwohl, nee, da ist schon unsere Statue. Das heißt, wir haben alles. Okay, Freunde. Kommen wir nun zum Highlight der, zum Highlight der Folge. Oh Gott, ich habe echt Angst. Ich glaube, der war nämlich richtig schwer, der Gegner. Ich werde mal eben eine bessere Heilung hier reinhauen. Halbmondgras. 46 haben wir davon. Okay. Hoffentlich schaffen wir das. Bin gespannt. Ja, da kommt die Nebelwand. Also ich würde das gerne wirklich noch schaffen, bevor wir das Level beenden, weil dann haben wir halt auch einen Checkpoint, ne? Das wäre halt so eine... ein, ja, Seelenbalsam. Wir wechseln über zum Seelenfall. Los geht's. Ja, wir kämpfen gegen eine Dame und leider hat sie ein bisschen Gesellschaft. Die versuche ich erstmal konnt zu ignorieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich das tue. Das Götzenbild. Wir gehen mal zu ihr. Fangen an, sie zu attackieren. Mal schauen, wie viel Schaden sie bekommt. Das ist relativ wenig. Das finde ich überhaupt nicht gut.
Und sie verschwindet. Ja, das kenne ich noch gut von ihr. Da hinten ist er. Erstmal dieses nervige Anhängsel weg hier. Ja, und wie ihr seht, sie bekommt keinen Schaden. Das heißt, wir attackieren gerade die falsche. Nein, und sie macht diesen nervigen Lähmungszauber. Okay, nichts passiert. Ja, sie kann sich duplizieren. Und wir müssen die richtige Version finden, um ihr wieder Schaden zuzufügen. Ich werde jetzt erstmal diese nervigen Gehilfen wegmachen. Mit der Hoffnung, dass sie nicht immer und wieder erscheinen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Sie versucht uns zu attackieren, trifft uns aber nicht mit ihrem nervigen Lähmungszauber. Schnell mal heilen. So. Das ist wohl das Original hier gerade. So. Mal schauen, ob sie Schaden bekommt. Jawohl, ja. Na, was sagst du dazu, Mädel? Okay, sie verschwindet wieder. Und jetzt heißt es wieder, findet die richtige Version. Ich habe schon gesehen, mindestens zwei von ihr sind erschienen. Ah, schnell weg hier. Okay, da sind wir schön ausgewichen. Bist du's? Nein! Aua! Heilen. Zum Glück haben wir genug Heilung. Aber meine Heilzauber sind AD. Okay, sie ist die falsche. Scheiße, ich brauche einen sicheren Pol. Du musst schnell mal ein Gewürz hier reinhauen. Hoffentlich klappt das. Gewürz, 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 Gewürz. Altes Gewürz hier schnell rein. Und auffüllen. Unheilen. Okay, weiter geht's. Sie ist die falsche. Vielleicht die da vorne. Ich glaube, nee. Die Falschen machen immer diesen Seelenpfeil und die Richtige macht diesen Lähmungsskill. Kann das sein? Ich muss mich gerade selbst da ein bisschen... Ja, ich glaube, so ist es ungefähr. Das heißt, die da vor mir ist die Richtige. Aber ich muss mich schon wieder heilen. So. Ja, das ist definitiv die richtige Taktik. Und ihr merkt, sie ist echt nicht ohne. Ich habe sie noch einmal getroffen. Haha. Wer zuletzt lacht, meine Werteste. Ne? Du kennst den Spruch. Aber gut, ich will noch nichts von Abendum. Und das ist sehr gefährlich. Diese Merkmale hier, die ihr da gerade gesehen habt. Da sollte man unter keinen Umständen drinstehen. Sonst hat man nochmal ein Problem. Ich weiß gerade nicht mehr welches, aber... Ah, da ist die richtige. Okay. Bam. Bam. Und bam. Und schon wieder haut sie ab. Dreimal kann man sie maximal treffen. Dann ist sie verschwunden. Scheiße! Das ist ganz gefährlich. Ich muss da weg, bevor die Seelenpfeile kommen. Hallo! Ich komme nicht mehr an der Stelle weg. Okay. Ja, ich will diese nervigen Anhängsel hier weg haben. Die nerven mich einfach nur. Ist vielleicht übertrieben, aber ich heile mich jetzt schon. So. Da hinten. Ja, du bist meine Lähmungstussi. Oh Gott, ist der Schaden hoch. Oh Gott, wie viele sind das? Wir haben gerade mal die Hälfte. Ich heile mich nochmal, ist mir egal. Oh Gott, bin ich angespannt. Wo ist die richtige? Also es sind mindestens drei Kopien. Das sind die falschen, ja. Das heißt, bist du die richtige? Nein, du bist die richtige. Verdammt, bist du es? Ich glaube, sie ist es. Du da? Nein, du bist auch die falsche. Wo ist denn die richtige jetzt? Ich sehe jetzt gerade nur 10 Pfeile. Oh Gott, das werden ja immer mehr, hey. Was ist denn jetzt die mit dem Lähmungsskill? Ne, momentan machen nur... Verdammt, kann das Original auch solche Skills machen? Verwirrt sie mich gerade? Das ist ja richtig mies jetzt. Man könnte natürlich auch diese falschen Versionen töten. Ah, ich glaube... Moment mal. Ah, ich glaube, ich hab sie. Du bist's, oder? So. Ja. Sie müsste das Original sein. Jawohl, ja, Baby. Du hörst bald auf zu lachen, das verspreche ich dir. Wenn es so weitergeht, sollte es ja klappen. So, wer ist es nun? Hallo? Na komm, macht mal. Ich will sehen, wer es von euch ist. Du bist es nicht. Ja, sie ist es schon wieder, die Links. Zack. Oh
Mann, das ist ja richtig langwierig hier. Ich brauche echt mal einen besseren Zauber. Okay, der nächste bitte. Die nächste, Entschuldigung. Du bist es nicht. Ja, es ist am effektivsten hier in dort hinten zu bleiben, denn ihr seht diese komischen Symbole. Wenn ihr dort mal reintretet, habt ihr ein Problem. Das verspreche ich euch und jetzt habe ich ein Problem. Scheiße, schnell da weg. Boah. Ein falscher Tritt und... Oh nein! Komm schon. Weg da, weg da, weg da. Oh, nein, 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 halt dich. Oh Gott, ist das knapp. Das werden immer mehr, das werden immer mehr. Das ist gar nicht die richtige. Nein. Nein, halt dich. Scheiße. Gott, ey. Was? Ah, ich hab die richtige gesehen. Das ist er. Aber sie hat mich getötet. Boah, nee, hey. Also so schwierig habe ich die gar nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, als ich die damals gemacht habe, da habe ich eine deutlich bessere Waffe gehabt. Und die Waffe hat deutlich mehr abgezogen wie... Ja, wie meine billigen Seelenpfeile. Naja, nichtsdestotrotz. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich werde die Tusse mal in Ruhe lassen, erstmal. Schade, ey, wir hätten sie knacken können. Wir hätten sie echt knacken können. Nee, ich werde jetzt mal diese gewissen Leute aus ihren Zellen befreien. Bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Nach diesem, ja, traurigen Fail haben wir aber das Gute darin gefunden, nämlich wir können diese Zelle öffnen. Yay. Der Grund, weswegen wir eigentlich schon in diesem viel zu heftigen Gebiet hier sind, endlich erfüllt er sich. Wir können diesen Herrn hier befreien. Hallo, sprichst du mit uns? Magnificent. I never expected to get out of there alive. My name is Frake. I am known as a sage. I thought my magic would give me an edge against these demons, but how wrong I was. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. I thank the stars that I escaped when I did. I owe you my life. Ja, und dafür bekommen wir Gary Stilett. Wir reden nochmal mit ihm, bevor er zum Nexus geht. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs. And I can make it back to the Nexus. Gut. Freut mich für dich. Wir schauen uns das natürlich mal an. Das ist bestimmt ein bisschen besser wie unser Holzfokus. Wo ist er denn überhaupt? Ich hätte jetzt gedacht, er ist jetzt gleich hier. Okay. Wo bist du? Oder bist du gar keine Waffe? Ich hätte jetzt gedacht, das ist so eine Magiewaffe, hey. Wo ist denn das? Da ist es doch. Ah, es ist ein Schwert, wenn ich das richtig sehe. Moment, das könnte aber eine Magierwaffe sein. Das wäre natürlich interessant. Gary Stilett, hier haben wir es. Magieangriff hat es zusätzlich. Und es hat tatsächlich einen Magiebonus. Leider nur auf D. Aber immerhin. Mal überlegen, wenn der physische Angriff auf 50 runtergeht, was hatten wir denn bisher? Wir hatten, wo ist unser Speer? Da. 85. Leute, ich nehme das trotzdem, weil 40 Magieschaden zusätzlich, das ist ein Wort. Und es kann ja nur besser werden durch unseren Magieboni. Deswegen schnappen wir es uns. Dankeschön dafür. Endlich eine Magiewaffe. Mal schauen, wie wir damit angreifen. Ah, so eine Stichwaffe. Ist ja eigentlich nett. Okay, wir können dabei auch schön blocken, wie ihr seht. Schön. Vielleicht können wir ja damit diesen verdammten Endgegner ein bisschen mehr einheizen. Ich mache mal noch eine ganz schnelle Pause, denn bevor wir in den Nexus gehen, wahrscheinlich erst im nächsten Part, möchte ich da noch mal einen kleinen Racheakt probieren an diesen verdammten Gegner. Bis gleich. Ja, Freunde, und da sind wir wieder, kurz vorm Endgegner. Eigentlich ist der Weg ja gar nicht mal so lange, wenn man sich strikt an den eigentlichen Weg hält. Wir machen diese Sequenz jetzt weg und gucken mal, was wir diesen Mistvieh abziehen, wenn wir sie jetzt mit unserer neuen Magiewaffe belästigen. Oh Gott, das ist ja richtig scheiße, ey. Andererseits, man kann natürlich deutlich öfters zuschlagen. Nee, aber das ist scheiße. Da probieren wir es doch lieber wieder auf die altbewährte Seelenpfeil-Taktik. Vielleicht jetzt einfach mit ein bisschen mehr Glück wie zuvor. Da hinten ist er. Okay, ich habe dich gesehen. Also, was heißt gesehen? Ich habe dich gespürt.
Es gibt Frauen, die will man nicht spüren. Sie gehört definitiv dazu. So, jetzt erst wieder dieser... Ah, verdammt. Noch geht's ja. Sie werden ja immer mehr. Das ist das Nervige an ihr. Jetzt sind es nur zwei. Später waren es drei und am Schluss waren es sogar fünf. Umso wichtiger wäre es natürlich, dass man ihr mehr Schaden macht. Aber das ist natürlich nicht so einfach. So, jetzt haut sie wieder ab. Ich muss einfach ein bisschen kontrollierter darauf achten, wo ist die richtige. Ich bleibe jetzt in dieser Ecke stehen und schaue mir erstmal die Sache an. Sie ist die falsche dort hinten links. Dann kann die richtige nur weiter vorne sein. Schauen wir mal. Das Einzige, was halt nicht passieren darf, ist diese gemeine Falle, in die wir des Öfteren getrampelt sind. Okay, da kann ich jetzt überhaupt nicht ausweichen. Das ist keine Chance. So. Manchmal ist es einfach unmöglich. So, aber nichtsdestotrotz, ich probiere es jetzt einfach nochmal, das Ganze. So, weg mit dir. Und... ist die richtige. Verdammt, jetzt hat sie mich schon wieder. Diese dreckige Lähmung, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann man nichts machen. Ich habe schon wieder den Falschen anvisiert. Ich will diese lästigen Typen weghaben, damit ich die nicht mehr anvisieren kann. Das mache ich lieber gleich wie später. So, jetzt habe ich die richtige. Und los geht's. Bam. 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 So, ich mache lieber noch gleich eine Heilung hinterher. Und jetzt schauen wir mal, wo die richtige jetzt wieder kommt. Da ist eine dazugekommen. Bist du die richtige? Ah, da ist eine Falle. Und du bist... keine Chance. Okay, ganz dort hinten ist meine eine, die ich möchte. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser Kampf ist echt anstrengend. Ah, sie trifft mich. Die Fake-Tusse. Oh, ich habe schon die richtige getroffen. Nochmal, komm. Okay, wunderbar. Aber das sind mir noch zu viele Minions hier, die mir das Leben schwer machen. Ich hätte die echt gern erstmal los. Okay, man sieht die Fallen ganz kurz aufleuchten. Ich weiß, dort hinten ist eine. Wenn man das berücksichtigt, ist es vielleicht nicht so schwer. Aber gut, ich muss ja eigentlich dorthin. Ja, danke auch. Ich muss mich heilen. Habe ich das richtig gesehen, dass du die richtige bist? Könnte es sein? Mal probieren. Nein, du bist nicht die richtige. Verdammt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Panik. Ich will da hinten nicht hinrennen, weil dort die Falle ist. Was mache ich jetzt am besten? Ist die jetzt weg? Die hat sich wegteleportiert, die falsche. Wo sind die richtige? Wahrscheinlich dort ganz hinten in der Mitte. Ich renne jetzt einfach mal auf die andere Seite. Mit der Hoffnung, dass dort keine Falle ist. Ich habe das natürlich jetzt nicht gesehen. So, da ist eine. Bist du die richtige? Nein. Immer noch ein Fake. Warum machen die gerade nichts? Sind die ein bisschen buggy gerade? Egal, jetzt sind sie wieder aktiv. Durchrennen. Da liegt auch noch ein Item für mich. Geh du mal weg, Junge. Ich hol mir mal eben das Item, wenn ich darf. So. Eine sagenumwobene Seele. Ah, da ist die richtige. Ich hab sie. Aber ich hab sie noch nicht anvisiert. Wunderbar. Jetzt hab ich sie. So, Freundin. Da hat sie's ausgespielt, aber ich sollte mich noch nicht freuen, weil ihr seht's am Lebensbalken, das wird sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Wo kommt sie nun hin? Und es wird immer schwieriger, sich in Deckung zu halten. Oh, und ihr seht's. Scheiße, ich bin überhaupt nicht gerade in Deckung. Ich hoffe, dass sie die richtige ist. Ja, sehr gut. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Ja, hau halt ab. Ist mir egal. So. Mal schauen. Was spuckt sie? Nur ein Seelenpfeil. Verdammt. Okay. Dann rennen wir mal weiter durch. Ah, nicht sicher, nicht sicher. Aber hier ist die richtige. Das ist kein leichter Gegner. Zumindest für den jetzigen Zeitpunkt. Du bist doch die richtige, oder? Ja. Gut. Oh, wir sind leer. Schnell. Altes Gewürz. Und weiter geht's. Wo ist meine Dame? Gott, Leute.
Ich hab so Angst. Erstmal ein bisschen in Sicherheit wiegen hier, so. Mann, oh Mann, sie hat nicht mehr viel. Wie gesagt, eigentlich ist sie relativ einfach, weil wenn man eine bessere Waffe hat, wenn man zu einem Zeitpunkt dorthin geht, wo man eigentlich hin sollte, dann ist die relativ schaffbarer. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Fallen sind. Ich hab's nicht gesehen. Bist du die Richtige? Ja! Wunderbar. Gleich nochmal zurückrennen. Das wäre jetzt geil, wenn sie die Richtige wäre. Sie ist die Richtige. Mädchen. Ich glaube, du brauchst nur noch einen Treffer und du bist tot. Aber jetzt erst nochmal die Richtige treffen. Und das ist sie. Goal. Ich hab sie. Der Dämon wurde vernichtet. Und du wurdest wiederbelebt. Ich höre sie noch lachen, ey. Hat bloß die Klappe. Freunde, wir haben schon fast überzogen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Demon's Souls.